Moin aus Hamburg vom Urbanathlon. Heute geht es richtig ab. 12 Kilometer Lauf mit 14 Hindernissen und 1000 Stufen. Das ist ziemlich hart, vor allen Dingen, weil heute im Gegensatz zum letzten Jahr zwar ab und zu mal kurz die Sonne scheint, aber im Großen und Ganzen erhöhter Schwierigkeitsgrad, weil es richtig schüttet zwischendurch. Das ist der klassische Hamburger Sonnenschein. Ich bereite mich jetzt noch mal ein bisschen vor. Ich fühle mich immer noch sehr gut. Jetzt tanke ich erstmal Currywurst, einen Crepe, ein paar Pommes. Ich brauche ein bisschen Munition, die dann nachher rauskommt. Na, aber gut ist gut fürs Körpergefühl, liebe Freunde. Das sollte jeder zu Hause stehen haben. Ich bin hier mit den zukünftigen Gewinnern des Urbanathlons. Ihr habt mitgemacht beim Bootcamp von der TK. Jetzt müssen wir mal ganz kurz beschreiben, wie ist es zum Bootcamp gekommen? Ich habe mich beworben und habe dann relativ rasch auch noch gleich wieder die Zusage bekommen. Also so einfach, so schnell ging das. Und was habt ihr im Bootcamp gelernt? Alles. Wir haben Training, wir haben Kraft, wir haben Laufen, alles haben wir geübt. Und das war mit einem Personal Trainer, der hat euch so richtig an die Hand genommen und auch sehr wahrscheinlich jedem Einzelnen gezeigt, wo am besten da noch ein bisschen was aufzuholen ist, ja? Genau, es gab für jeden individuelle Übungen und der Trainer passt darauf auf, dass man die Übungen auch alle richtig macht, sodass jeder so auf seinem Level weiterkommt. Was ist jetzt die Taktik für das heutige Rennen? Einzeln oder als Team? Teamwork. Bring uns als Raupe durchs Ziel. Irgendwie so. Hand in Hand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das noch zum Schluss. Was wird das härteste Hindernis? Für mich auf jeden Fall die Hangelstrecke. Wir müssen uns 4 Meter hangeln und wir haben zwar geübt auf dem Spielplatz, aber es ist echt weit. Auf dem Spielplatz geübt? Das heißt, jetzt nochmal richtig anfeuern. Ihr packt das. Also reinhauen, reinhauen, reinhauen. Danke! So Leute, wie geil war das Rennen? Super! Ich stehe jetzt hier mit Marc. Marc, du hast die Gruppe trainiert. Worauf müssen die Athleten jetzt zu Hause achten? Viel trinken, bisschen stretchen, Badewanne, basische Ernährung passt. Und dann für die Zukunft, was sollen sie heute raus mitnehmen? Ja, ganz einfach. Drei Einheiten die Woche mitnehmen. Kraft, Functional Training, Laufen und dann sind sie nächstes Jahr die Ersten. Sehr gut. Und was nimmst du mit für die Zukunft? Den Spaß, das Team hoffentlich auch. Und nächstes Jahr alle wieder zusammen. Ganz genau. Sehr gut. Also nochmal einen kräftigen Jubel. Yes! Das war der Urbanathlon in Hamburg. Heute mit erschwerten Bedingungen. Ordentlich Regen, ordentlich Wind. So wie sich das für Hamburg gehört. Und was wir gesehen haben ist, das Team ist zusammen ins Ziel eingelaufen. Nicht eine Verletzung, weil supergeil vorbereitet. Und sie haben sich gegenseitig permanent unterstützt und darauf geachtet, dass alle gut durchkommen. Klasse Rennen.